Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Es ist Samstag und spontan wie ich bin, dachte ich mir, fahre ich einfach mal nach Amsterdam. Und natürlich bin ich nicht alleine da, sondern mit den Jungs. Den sagen wir jetzt erstmal Hallo. Der Leonard ist am Start mit seiner EXC. Oh Junge, Alter, du bist ja Hardcore auf Reserve. Ich sag schon mal, ich schieb heute nicht an. Das mache ich immer bei Maurice, aber bei dir sage ich ganz klar, nur gegen Schmerzensgeld. Was willst du jetzt damit sagen? Du bist ein attraktiver junger Mann und du drückst garantiert mehr auf der Hantelbank als ich. Wir fahren jetzt einfach. Ich werde es schon schaffen. Niklas, schön, dass du auch hier bist. Stell dich mal vor, wer bist du? Was hast du für Hobbys? Ach komm, vergiss es einfach. Danke Maurice, wirklich. Immer wieder schön mit dir. Ja, und ihr seht schon, das Wetter ist jetzt nicht so berauschend, aber ich dachte mir so, komm, ist egal, man muss einfach rausgehen, man muss einfach machen und nicht die ganze Zeit nur labern oder sich aufhalten lassen. Das Ziel wird heute auf jeden Fall sein, einmal durch das Rotlichtviertel fahren. Ich weiß gar nicht, ob man da mit dem Motorrad reinkommt oder nur zu Fuß, aber das werden wir herausfinden. Dartspieler? Ich bin Amor, das sind meine Liebespfeile. Okay, hörst du die? Also eigentlich alles, was zwei Beine hat. Ja. Oh. Erbarmungslos, die Radfahrer, die bimmeln hier alle weg. Digga, was ist hier los? Oh weia, oh weia. Maurice wird weggebimmelt. Du Umweltsünder! Nice! Das war einfach ein fahrender Anhänger, Freunde. So was habe ich noch nie gesehen. Mit einer Drehorgel drauf. Hä? Den ganzen Tag im Kreis. Nur im Kreis. Ja, wir sind wieder da, wo wir gerade lang gefahren sind. Hier sind wir noch durch. Wenn Niklas jetzt links fährt, dann fahren wir wieder im Kreis. Niklas so. Okay. Ich würde sagen, Niklas fährt vor, oder? Wer ist dafür? Einmal die Hand heben, bitte. Bonjour. 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 Haben die hier Vorfall? Achtung, 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 Achtung. Junge. Ich hab den echt nicht gesehen. Junge, die hat sich gerade so erschrocken. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Ey, bist du liegen geblieben? Ja, ist leer. Ey, guck mal, ich würde dich ja anschieben, aber du bist mir ein bisschen zu muskulös. Kann ich vollkommen verstehen, Bruder. David, du musst mal dein Bike auf die andere Seite schmeißen. Ich hoffe, hier ist gleich eine Tanke in der Nähe, ne? Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Also mitten in Amsterdam ist eigentlich komplett voll mit Tankstellen. Also ich schieb David auf gar keinen Fall. Ey, du bist mir auf jeden Fall was schuldig, Bro. Oh, jetzt ist leer. Wie oft hast du mich schon angeschoben? Das gibt's nicht. Bestimmt schon 10 Mal. Jungs, wir müssen jetzt erstmal einen Schlachtplan machen. Ich werde hier wahrscheinlich gleich mitten im Rotlichtviertel liegen bleiben mit meinem Motorrad, was super unangenehm wird. Und ich habe keine Ahnung, wo die nächste Tankstelle ist. Das ist halt auch ein schöner Ort, um mit seiner Familie an einem schönen Samstag spazieren zu gehen. Mit den Kindern. Maurice, ist das irgendwie ein bisschen unangenehm? Nee, ich will jetzt nicht hier stehen, ich will jetzt was sehen. Ja, aber pass mal auf, warte ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ah. Wenn wir schieben, können wir das ja eher genießen, verstehst du? Sonst fahren wir ja so schnell dran vorbei. Schieb nicht, ich fahr. Warum denn? Schieb keine 700er hier den Berg hoch, hab ich keinen Bock drauf. Stell dich mal nicht so an. Ja, dann tauschen wir. Okay. Ja. Aha. Nee, ich hab gar keinen Bock zu schieben. Warum sieht man denn nichts hier? Hä? Ja, ich glaube, die zeigen sich erst abends. Red Light Secrets, Museum of Prostitution. Oh, und David wollte hier durchschieben, gestört. Ich komme halt nur noch ein paar hundert Meter. Jetzt ist aus. Oh, Bruder, scheiße. Ey, du willst nicht wissen, wie weit die Tankstelle weg ist, Alter. Also der sagt 21 Minuten, 4,6 Kilometer. Guck mal, da ist doch eine Flasche. Wir nehmen jetzt hier diese Grapeberry Lemonade Flasche, zapfen bei irgendeinem Motorrad hier Sprit ab und dann muss mich keiner anschieben und wir kommen ganz entspannt nach Hause. Riech mal. Komm, riech mal. Lecker. Taste of the Island. Einer muss mit einem Stift oder so da reindrücken. Boah, Junge. Junge, du hast gerade so richtiges Facial kassiert. Ja klar, so, jetzt komm, David, das reicht. Junge, das reicht doch niemals. Das sind wie viel? 100 Milliliter? Ja. Drück mir die Daumen, dass ich jetzt bis zur nächsten Tankstelle komme. Die ist vermeintlich 4,4 Kilometer entfernt, 19 Minuten. Aber wir werden jetzt eine Abkürzung nehmen. Hier rechts, push, einmal durch die Stadt. Darf man nicht, aber egal. Das ist eine Notsituation. Und in Notsituationen darf man auch Notmaßnahmen ergreifen. Wir fahren den Fahrrädern hinterher. Dann fällt das nicht so auf. Oh Gott, ihr darf nicht mal ein Fahrrad durch. Oh Gott, jetzt werden wir gleich angehalten. Oh nein, ich sehe das schon kommen. Mit der Polizei, ne? Ich frage ihn mal. I have a question. We need to get to the gas station real quick, because I'm out of fuel. I have like 100 milliliter left. Can we push? Ja, you can push. Thank you. Oh Gott, Digga, was passiert hier? Also unangenehmer wird's nicht. Ich bleib jetzt hier einfach stehen, glaube ich. Kommt mit. David, geht drauf. Zack, zack. Komm rüber. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das hätte ich nicht gedacht.
nein, 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 nein! Lass mal an deine Fußraste. Junge, die Leute gucken alles völlig verwirrt. Gib Gas, Junge, gib Gas! Lass mal filtern. 300 Meter. Grün, komm damit! Komm! Ja, komm! Da lang müssen wir, da lang. Wir haben es gleich geschafft, Mann, ich sehe sie schon. Ah, oh, Gott im Himmel, was machen wir hier wieder? Ja, wir haben es geschafft, Jungs. Wow. Junge, wir haben es echt geschafft, Alter. Geiler Typ. Hab ich nicht gesagt, das reicht? Ich hab gesagt, das reicht. You like? Yes, du something cool. My second time, I'm practicing. For what? For wheelies. I can do a circle wheelie around you. No. I'm a professional. Really? Yeah, really. Do you trust me, or? No, you're a stranger. Yeah, but do I look trustful? Show me something, maybe after. Okay, that's good. So now you trust me? Yes.